Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratuto beim Clan. Wo bin ich eigentlich? Ja, ich bin bei euch. Also, ich bei euch oder wie diese Serie ja auch immer heißen mag. Ich bin im Clan Glückliche 18, Lucky 18. Und ich stelle euch den Clan kurz vor. Es ist ein Clan Level 13. Willkommen bei L18, 10.02.2015. Also schon ein sehr, sehr alter Clan hier. Ein 100% Fairplay-Clan. Und sie haben auch einen Discord, den könnt ihr euch gern joinen. Ich hab mir jetzt eben auch endlich mal den Login geholt, denn an diesem Tag hier, beziehungsweise am DNCK-Tag, den wir hier gemacht haben, war es hier recht ruhig, muss ich sagen. Aber ich glaube, zu Unrecht. Denn ich kann ja auch nicht immer 24 Stunden bei irgendeinem Clan sein oder in euren Clan sein. Also letztendlich online, Chat aktiv und. Da kommt dann mal so ein bisschen was zusammen, mal nicht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt eben noch mal so ein bisschen mehr in den Chat hier reingeschrieben. Und während wir hier aber ein Rathaus 9 sehen, wir sehen hier den Chris auf die Nummer 18, also 19 auf 18. Und ja, ganz annehmbare Helden, da geht sicherlich etwas mehr mit. Und einer coolen Kombi. Die Kombi habe ich noch nicht gesehen. Deswegen lasse ich mich da jetzt auch mal ein bisschen überraschen. Denn ich habe hier nicht wirklich viel aus diesem Clan gesehen. War auch ganz froh, dass ich meine beiden Angriffe hier mehr recht als schlecht gemacht habe. Und ich glaube, ich habe mich trotzdem sehr, sehr gut verkauft. Aber die Truppe hier hat sich sehr, sehr gut verkauft. Denn wir haben jetzt eben so ein bisschen gequatscht. Da kam dann so ein bisschen warum. Also ich habe gesagt, Leute, war ja ganz schön ruhig. Das ist auch manchmal so in den Clans. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe dann auch geschrieben, ihr wart zwar ruhig, aber ihr wart sehr, sehr effektiv. Und das hat das Ganze hoffentlich dann so ein bisschen aufgelockert. Also das war ja jetzt nicht negativ zu werten, denn mit dem Wander-Account hier, da braucht ihr nicht glauben, dass ich 24 Stunden online bin bei euch, sondern ich erfülle meine Pflicht. Ich stelle euch vor, ich denke mal, der Clan hier ist schon ein cooler Clan. Lucky 18 will sicherlich hier jeder sein, aber es sind, glaube ich, einige etwas älter als die Lucky 18. Auch ich bin es ja. Und schön gemacht hier, muss ich mal so sagen. Nur mit den Loons und einem Hund in der Clanburg, Maxed Out Hund. Das ist natürlich krass. Gut berechnet hier, denke ich mal. Wie die Loons hier jetzt fliegen und der Lava-Hund dann einfach weiterfliegen kann zur nächsten Luftabwehr. Denn ein Lava-Hund, auch das für vielleicht Clash of Clans Neulinge. Sei mal gesagt, solange wie Luftabwehren leben, also solange wie das Verteidigungsgebäude Luftabwehr da ist, fliegen die Lavahunde zu den Luftabwehren. Erst dann, wenn die alle weg sind, gehen die auf irgendwelche Verteidigungsanlagen, die in der Nähe stehen. Manche wissen das ja nicht und schicken einfach ihre Hunde irgendwo hin und wundern sich dann, wo fliegt der denn hin? Ja, aber hier hat er, glaube ich, alles gut gemacht, der Chris. Und die Kombi ist auch sehr, sehr nice, wo ich jetzt gerade den RH9er sehe. Ich will es nicht vergessen. Dieser Clan hier sucht Maxed Out RH9er. Also wenn ihr so der Marke Donnerbengel oder Alex 360 seid mit 30er Heldenpärchen. Nee, nicht mit 30er, also 15er Queen, 15er King, sondern schon, ich denke mal so in diesem Bereich hier, wo sich der Chris tummelt. Meine beiden sind 30-30, also 30er King und 30er Queen, da sie auch nicht weitergehen. Sonst wären sie sicherlich auch schon ein wenig höher. Das beantwortet dann vielleicht auch die Frage aus den Kommentaren. Gehst du mit irgendeinem mal auf Rerato 10? Werde ich sicherlich machen, aber ich muss auch immer ein bisschen nachziehen. So, wen haben wir hier? Wir haben hier den Dennis. Also hier ging schon sehr, sehr fair. Ihr habt das ja gesehen. Fairer CK, fairer Clan. Und dementsprechend waren auch die Begegnungen hier relativ fair. 30er Queen. Ist ein Rathaus 10er, glaube ich mal, so wie ich das an den vielen, vielen Zaubern gerade mal abzählen kann. Und mit zweier Hunden und 20 Loons. Ja, Loons sind im Moment, haben wir auch eben noch diskutiert, ziemlich OP. Loons und E-Drachen. Aber mal sehen, wie das hier gemacht hat. Kleines Killsquad hier reingeschickt, ein Golem. Und dann wird die Clanburg hier gelockt. Oh, ich glaube, das ist für eine 30er Queen. Ist das nicht? Ist das ganz in Ordnung? Der E-Drache hier, ich meine, wenn er hochgeht, dann macht er nochmal enorm viel Schaden. Das darf man nicht verkennen. Also in richtig kleinen, ich gebe euch mal den Tipp, in richtig kleinen RH9 Dörfern, die aber schon eine 30er Clanburg haben, packt euch da den E-Drachen rein. Denn wenn der Gegner vor allen Dingen, ich meine, der E-Drachen kommt raus, egal ob
egal erstmal ob Luft oder ob Boden, er kommt in jedem Fall raus und er ist nervig und er macht auch einen netten Endschaden, so muss man es ja sagen. Denn so richtig den Superschaden, ich glaube, das habe ich jetzt einmal im Video zeigen können, macht er jetzt nicht, aber ihr seht, dass die beiden Lava-Hunde sind, gehen jetzt wirklich gut durch die Base. Er hat auch Glück, dass die platzen. Das willst du ja eigentlich auch als Angreifer haben, dass die Dinger hochgehen, damit du die Lava-Welpen als Clean-Up mit in solchen Bases hier bedienen kannst. Und das klappte hier sehr, sehr gut vom Dennis, ich nenne ihn einfach mal so, auf die Nummer, was ist eigentlich, 15 auf 15, okay. Boah, das ist in Ordnung, das ist gegenüber. Das gegenüber, wenn man gegenüber schon mal macht, dann ist das schon mal absolut d'accord. Geht man ein bisschen höher, ist es super. Geht man ein bisschen drunter, ist vielleicht ein kleiner Dip. Aber hier hat das super gepasst. Und ihr seht das hier, die kleinen Lava-Welpen, die sind Gold wert, mit so ein paar Lakaien noch im Backend. Auch das hat er gut dran gedacht. Immer so ein bisschen Cleanup mitzunehmen, wenn es am Ende eng wird oder da kommen noch mal so ein paar Fallen raus. Und wir hatten hier auch einen Doktor, nämlich den Dr. Mark, der mit seinem Elfer hier allerdings auf den Zehner gedippt hat. Das ist aber nicht schlimm. Das wisst ihr, das habt ihr jetzt auch mal kennengelernt und ihr kennt das auch aus euren Clans, dass wenn du die Sterne brauchst, dann gehst du hier über Leichen und das ist ja auch mit der coolen Kombi nach wie vor Riesen, Bowler und Hexen. Und ja, ich hab das gerade so beobachtet, die drei Helden. Ich glaube, die sind so richtig so mal am Stück. So erst nach da und dann nach da. Also jetzt doch total oder super mittig hier in die Base reingekommen. Also der Funnel hier schon mal wirklich krass, dass die Masse der Truppen in die Mitte geht. Mitte jetzt wird jetzt entkernt. Karre geht jetzt aufs Rathaus und die Karre macht das Rathaus, aber dann geht sie kaputt. Viele haben ja mal gesagt oder beobachtet, ja, die Karre geht ja ein bisschen weiter als das Rathaus. Ja, wenn das Rathaus kaputt ist, habt ihr ja gerade gesehen, kurz danach geht auch die Karre auf. Da könnt ihr nichts dran machen, die läuft einfach nicht mehr weiter. Und hat er hier aber schön gemacht im Kleinen. Na, ein kleiner Overkill. Kleiner Overkill gehört auch zu den Clankriegen dazu. Und dann kommen wir auch schon in die etwas höheren Bereiche. Also Rathaus 11 auf Rathaus 11. Nee, stimmt gar nicht. Der Veni Vidi Vinci ist ja ein Rathaus 12, aber noch recht frisch. Und ich kann die Truppen jetzt nicht nachzählen. Ob er schon 280 hat, müsste ich jetzt nachschauen. Aber dennoch hier gegen eine Maxed-Out RH-11 Base. Ja. Und auch die Kombi hier mit Queen, die kenne ich irgendwo. Die kenne ich irgendwo so ein bisschen von unserem Doc. Der kann ja auch nie von seinen Heilern lassen an der Queen. Und genauso geht der Veni Vidi Vinci hier vor. In der Mitte, ja, ihr seht das jetzt auch, der Gegner hatte ausschließlich diese Nerv-Off-Truppen dabei. Hier wurde der Elektrodrachen einfach mal weggefriest. So nach dem Motto, halt mal deinen Schnabel. Du kannst jetzt zwar blitzen. Ich meine, er blitzt jetzt auch in der Mitte. Worden noch nicht gezündet, ein 10er Worden. Also ein bisschen, na, ein kleines bisschen zu früh vielleicht hochgegangen. Die 51er Queen lässt ja darauf deuten, dass er ein Rathaus 12er ist, denn sie gehen ja nur bis Rathaus 11 auf Level 50. Hat sich extrem lange Zeit gelassen. Ist aber, glaube ich, an der Stelle auch absolut in Ordnung gewesen. Und nach wie vor seht mir das nach, dass ich hier nicht alle Kämpfe zeigen kann. Dann dauern diese Videos hier endlos lange. Ich weiß, ihr schaut genau wie ich auch sehr, sehr häufig Clash of Clans, Clankriege, Livestreams. Ich nehme ja auch in Amerika mit, was ich kriegen kann. Sei es die Lady B, sei es der Blame Adam oder auch Itzo, auch seine, auch die Folgen, Taktikfolgen. Taktikfolgen, ich hätte fast gesagt, liebe ich ja total, denn man will es ein bisschen nachmachen. Man will es den Großen so ein bisschen nachmachen. Und manchmal gelingt das auch, aber manchmal geht es auch daneben. Aber ich glaube, hier hat das alles gepasst. Und ich denke, in so einem kleinen Rathaus 12 Level, da hat er noch nicht alle Lager. Da kümmert er sich sicherlich erstmal um andere Sachen. Und die Skellies und die Hexen haben es ja eigentlich gerissen. Diese Base aber sehr, sehr schön gemacht. 4 auf Nummer 5 auf den Nick vom Clan Kratos. Und ich zeige euch ganz, ganz bewusst hier den Mark als Nummer 3. Nochmal, weil ich fand es absolut
Ja, wie soll man sagen? Ich fand es richtig, richtig fair, dass er gesagt hat: Mensch, Toto, du hast in deinem letzten Video gesagt, man sieht in den oberen Bereichen viel zu wenig Luft, nur bei den Pros und so. Stimmt, man muss das auch üben, man muss das auch üben, man muss da unheimlich viel timen, man muss sehr lange auf die Bases gucken und sehen, wie fliegt eigentlich was. Aber er hat es hier probiert und das finde ich eigentlich das Gute, als er gesagt hat: Mensch, ich habe das mal probiert hier mit Luft. Das ist mal ein bisschen total daneben gegangen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich werte das immer so ein bisschen so unter dem Motto: alles auf eine Karte gesetzt. Also wirklich irgendwo noch versucht, was irgendwo geht. Und ihr seht das hier: das Fünfer Rathaus verteidigt leider nett. Das Fünfer Rathaus ist nicht zu verkennen. Und also für die RH12er ist das eine echte Bereicherung, wenn die das Rathaus auf 12 haben oder sie auf 5 haben, entschuldigt, also auf Rathaus Level 5, aber Stufe Rathaus Level 12, Stufe 5 des Rathauses, denn es ist echt Hammer. Es ist schwer zu verteidigen bzw. schwer anzugreifen und dementsprechend musst du da irgendwas am Rathaus haben, den Warden, 5 Heilzauber, viel, viel Glück, keine Ahnung. Aber er hat hier alles gegeben, hat alles versucht und alles in eine Waagschale geworfen. Und ich finde das absolut, ja, wie soll man sagen, ich finde das ganz, ganz schneidig, dass er gesagt hat: Mensch, das ist richtig in die Hose gegangen. Und ich glaube, in meinem Video von gestern habe ich auch gesagt: wenn Scheiße, dann richtig mit Schwung. Also wenn schon, dann auch nur ein Stern. Also wenn verkackt, dann nur ein Stern, hat er hier absolut richtig gemacht. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich fand das sehr, sehr gut, Marc, dass du das hier mal so angesprochen hast. Denn es gehört ja auch eine gewisse Portion Mut dazu. Und ich weiß, dass die Leute hier ganz, ganz schwer jetzt Luft üben oder überhaupt Luft üben. Ich mache es ja auch. Denn Luft ist im Moment stark, das wisst ihr durch viele andere Videos. Und dementsprechend übe ich das auch immer wieder. Hab allerdings in meinem letzten Angriff, ich spule den mal eben vor, den haben sie mir nämlich gelassen. Das hätte ich nicht gedacht. Auch mit meinem Zehner noch so ein bisschen was reißen können, wenn auch nicht viele. Mein erster Angriff war ein Luftangriff mit 95%. Ich habe das Rathaus vergessen, tut mir auch leid, aber den zweiten, glaube ich, habe ich ganz gut gemacht. So, jetzt Ego zeigt sich als letztes hier. Wir sind ja eben schon ein bisschen höher gewesen, jetzt gehen wir ein bisschen runter, also 9 auf 7. Ich musste diese Base machen, es war die einzige freie Base mit noch einem Stern zu diesem Zeitpunkt und habe gedacht: Du erinnerst dich mal an die Rathaus 11er, 12er Kombination, Riesen, Hexen, Bowler, mit denen habe ich ja im Rathaus 10er Bereich noch nie was gerissen. Aber hier schön, glaube ich, den Karreneinsatz. Ich glaube, der war in Ordnung. Ich wollte die Karre jetzt nicht direkt aufs Rathaus schicken, das bringt beim 11er nicht wirklich viel, denn sie soll ja ein bisschen was mitnehmen. Und hier hatte ich Riesen in der Clanburg. Das heißt also, die tanken in jedem Fall die Verteidigungsgebäude dahinter, Bowler, Hexen, alles im harten Gewusel. Wie gehabt, der Gegner einen Clan, einen E-Drachen und ein oder zwei Loons noch hier mit in der Clanburg. Und jetzt sind schon 52%. Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon den zweiten Stern. Das ist nicht schlecht. Okay, der Warden, nee, der Adler, ich glaube, im Video von gestern habe ich das verwechselt mit dem Warden. Ballert natürlich die ganze Zeit auf meine Truppen rum, ist aber, glaube ich, dann an der Stelle, habe ich gedacht: Komm, Queen zünden, noch ein paar Prozente irgendwo rauspickeln. Hier hinten habe ich noch eine Hexe, aber es gibt natürlich jetzt heftig Beschüsse, das seht ihr, diese Ecke hier, nicht bezwingbar für eine 40er Queen. Aber ich glaube, mit 66% konnte ich diese Base hier für mich zumindest ganz gut beenden, für den ganzen Clan auch, denn ich habe diesen einen Stern noch rausgeholt und wir haben 54,49 gewonnen. Also wir sind die glücklichen 18 hier. Glücklichen 18, das hört sich aber echt super an. Die diesen Clankrieg gewonnen haben und super Sache hier, alles ganz, ganz chillig, tolle Absprachen. Unsere Zehner haben hier in den Bereichen mal wieder super gedefft hier. Lina, Legend, Shadow, Avatar, Jan, alles Zehner, den die Elfer hier nicht zugekriegt haben und dementsprechend haben auch die 12er und Elfer hier oben nicht so viel geholt. Also
saubere Sache hier. Es hat mich echt gefreut, muss ich sagen. Ich habe jetzt eben erst mit den Leuten aufgehört, so ein bisschen hier zu quatscheln. Gehe aber jetzt nach dem Video raus. Bei euch, ich bei euch. Das soll ja die Serie sein. Deswegen habe ich diese Serie auch oder überhaupt im Thumbnail geschrieben. Ich bei euch. Hashtag 1. Mal sehen, ob ich das einhalte und auch einhalten kann. Aber ich hoffe, die CK-Folge hier, ich bei euch, hat euch gefallen. Ich ziehe jetzt weiter zu euch. Und freue mich auf den nächsten Clan, welcher es auch wird. Ich nehme irgendeinen, das könnt ihr glauben. Ich gehe nicht nur in so High-End-Clans, sondern ich gehe auch in etwas kleinere Clans. Es hat ja jemand geschrieben, ich soll immer auch in schlechte Clans gehen. Es gibt für mich keine schlechten Clans. Es gibt für mich nur euch, die Spieler. Und ich glaube, ihr seid alle in irgendeiner Weise gut, nett und toll. Und deswegen bis dahin, euer Toto. Clash.